Willst du ein Bierchen mit mir trinken? Ein kleines Bierchen mit mir trinken. Hua! Ja, wunderschönen guten Nachmittag. Guten Abend, guten Nachmittag, genau. Kann man auch sagen, guten Nachmittag, ne? Guten Nachmittag, ja. Abend haben wir noch. Kurz vor vier. Kurz vor vier, es gibt ja noch kein Bier hier heute. Das stimmt, weil ihr kennt den Spruch ja alle. Kein Bier vor vier. Oh. Wir haben uns heute ein bisschen früher getroffen, müssen noch 5 Minuten auf unser Feierabendbierchen warten. Aber schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Feierabendbierchen-Podcast. Genau, wir haben uns auch schon einen Wecker gestellt. Der Timer tickt 4 Minuten 31, 30. Ja, so sieht's aus. Aber auch ihr dürft natürlich... Ja, ihr müsst jetzt auch noch warten, also bereitet euer Bierchen schon mal vor. Geht schon mal in Abschlussposition fürs Käpschen. Oh, das müssen wir natürlich auch noch vorbereiten. Genau, mal gleich. Aber wie gesagt, schön, dass ihr mit dabei seid, bei uns mit am Stammtisch sitzt und euer Feierabendbierchen mit uns genießen wollt. Heute wieder in alter Runde zu dritt. Genau, auf der Couch mir gegenüber, am weitesten weg von mir, er ist noch ein bisschen sauer von letzter Woche, glaube ich, George 33. Yeah. Dankeschön, Dankeschön. Und linker Hand von mir, unser guter alter Homie Julian Neubauer. Perfekt. Vielleicht sollten wir wirklich Klatsche einspielen, das wirkt ein bisschen lächerlich gerade. Schneid sie rein. Genau. Und gegenüber... In einem anderen Corner vom Boxring, mein guter alter Freund Phil. Yeah! Yeah! Genau. Hiermit natürlich auch das offizielle Battle wieder eröffnet. Wie immer. Freue ich mich schon sehr drauf. Wird lustig, sicherlich. Wer heute zuerst daraus rennt, ja. Wer zuerst heult, zahlt das Bier. Genau, aber heute kam ja auch keiner später, von daher ist alles gut. Wir sind alle gleichzeitig hier. George hat auch heute Bier mitgebracht, von daher habe ich auch ein bisschen Angst, dass es wieder geschüttelt hat oder sowas aus Rache oder irgendwas sein, reingespritzt hat. Deins auf jeden Fall, ja. Okay. Ja, wir wissen auch aktuell noch gar nicht, was es ist, weil George hat das Bier in so einem Beutel, in so einem Jutebeutel mitgebracht und hat es aber noch nicht ausgepackt. Nee. Er macht da ein kleines Geheimnis drum. Ja, genau. Das ist genau das gleiche in der Gürteltasche. Da weiß ja auch keiner, was drin ist. Stimmt, George hat immer so eine Gürteltasche. Dabei. Was meinst du, was da drin ist? Ich glaube, er hat da... ein Mikrofon drin. Für alle Fälle, genau. Ein Mic für alle Fälle. Genau, Instant Battle einfach, falls sich jemand auf der Straße anrempelt. Du guckst ihn böse an und packst dein Mic aus und battlest ihn nieder. Auf der Straße quasi. Genau. Street Battle. Ja, das kann man sagen. Ja. Zeit für ein Duell und dann geht's los. Das ist so One-on-One-mäßig halt. Das ist das, was die Leute lieben beim Rap. Competition. Ah, immer schönes Battle aufrechterhalten, immer schön auch. Natürlich. Bereit. Immer bereit. Und es könnte natürlich ein Mic. Ist fast drin. Was denkst du, Phil? Was könnte drin sein, Phil? Ich hätte es auch auf den Mic getippt, aber wenn es Kondome werden es nicht sein, oder? So eine ganze Tasche voller Kondome ist... nee, sind es nicht. Ich werde es vielleicht irgendwann mal lüften. Also Fakt auf jeden Fall ist, ist auf jeden Fall ein Ausweis drin. Ich habe immer Ausweis dabei, ich muss mir öfter mal ausweisen. Von daher ist es praktisch, ne, wenn ich unterwegs bin und ich bin echt viel unterwegs, dann immer Ausweis dabei. Das ist schon mal Fakt. Und es ist ein Kopfhörer drin. Kleine Kopfhörer mit einem Headset. Auch immer wichtig, kann man immer gebrauchen. Du bist noch nicht ganz angekommen, glaube ich. Warum? Naja, aus der Vorlage mit dem Verweisen, irgendwie hätte man schon was basteln können, ne? Hättest du gleich mal die ersten Punkte sammeln können. Beim Ausweis hatte ich mir auch kurz gedacht, aber ich warte erstmal auf George. Du wartest erstmal auf die Vorlage. Ja. Wie beim Karate, man lässt den Gegner erstmal angreifen und dann... Genau. Er muss nicht immer gleich vorne gleich die Tür einrennen quasi, ist ne? Ist das Karate? Was ist das? Überall, ich glaube, alle Kampfkunstarten sind darauf ausgelegt, dass du nur verteidigst und nicht angreifst. Die nutzen die Energie des Gegners sozusagen. Richtig, ja. Also du ziehst dann deine Kraft aus den bösen Worten von George und knallst ihn dann doppelt um die Ohren. Könnte passieren, ne? Aber gut, ich meine, wir sind ja trotzdem auf einer coolen Ebene. Haben es fair geregelt letztes Mal. Phil, tut mir leid, für den Tiefschlag letztens, aber alles wieder gut. Die Pfeilchen hat man noch tagelang danach gesehen, aber es war okay, George. Kann passieren. Ja, was habt ihr so erlebt die Woche irgendwie? Die Woche war sehr entspannt dann trotzdem endlich mal. Ja, für mich war es ein bisschen ruhiger. Das ist die gut. Letzten Tage auch die letzten Tage vor allem, ja. Ja, letzten Tage. Für mich auch Wochenende war ruhig jetzt so. Mal endlich mal ein Wochenende auf der Couch verbracht. Bisschen Olympia, bisschen Fußball geschaut. Heute Badminton gespielt mit Freunden. Sehr entspannt auf jeden Fall. Aber das klingt für mich sehr aktiv. Ja, aber, okay. Aber Couching war okay. Also nur zuschauen, einfach nichts machen war gut. Na, und gestern Abend noch essen gewesen, schön Pelikan, war echt gut. Ich habe mir gestern einen Bully-Parade-Film angeschaut und der ist ja wirklich, ich fand ihn leider unterirdisch kacke. Okay. Ich habe Bully-Parade früher so gern geschaut und ich liebe Bully Herbeck und ist ein geiler Filmemacher, aber die Gags zünden einfach nicht mehr. Okay. Das war echt ein bisschen schade. Schade eigentlich. Waren die Erwartungen hoch bei dir? Ja klar, also Bully-Parade ist ja überragend geil.
Ja, und wenn er schon einen Film drüber macht und alle alten Figuren zurückbringt, dann erwartet es natürlich auch ein bisschen was. Ja. Aber er konnte ihm nicht gerecht werden. Nee, überhaupt nicht. Ist ja oft so bei zweiten Teilen, vor allem bei Filmen, wo man weiß, der erste Teil war so gut, es ist selten gibt es Filme, wo der zweite Teil genauso stark ist oder noch stärker ist. Mhm. Ja. Oh. Oh! Dann ist es doch an der Zeit. 16 Uhr. Es ist an der Zeit, Freunde. Ich habe eine große Überraschung für euch dabei. Warte kurz. Feierabendbierchen und wir sind gespannt, was es ist. Oh Gott. Hörspiel, George. Es ist ein grandioses Bier. Wir sagen nicht, woher. Oh. Ihr seht das Etikett. Ich glaube, ich habe es. Es ist ein sehr seltenes Bier. Es gibt es nicht im normalen Handel. Oh, gibt nur dort vor Ort. Quasi ein Bier nur vor Ort. Und es ist ein Bier aus der Nähe von Weizendorf. Ich sage nicht bewusst, woher, weil ich möchte, wir haben keinen Sponsor bisher. Wenn jemand das hört, kann er gerne zu mir kommen oder zu uns kommen und schreiben und sagen, er möchte gerne diese coolen Podcasts unterstützen mit seinem Bier. Ja. Aktuell sagen wir nur eine gute Brauerei in der Nähe von Weizendorf. Du hast sie aber auch schon mal genannt. Ja, ich hab die Gaststätte schon mal genannt, aber wer aufpasst, weiß es vielleicht. Der weiß es jetzt vielleicht. Und wer mich kennt privat, der weiß auch, dass ich da gerne hingehe, um mich zurückzuziehen. Obwohl es da mittlerweile auch sehr voll ist und sehr viele Leute hingehen. Soll ich mal, genau, soll ich mal aufmachen? Oder nee, du machst ich krieg's ja nicht. Plopp ihn laut. Oh, okay. Okay. Ich versuche mal ein bisschen mit Klopfen. Ja, vielleicht dass man da so versucht, ein bisschen zu klopfen. Ja, ist auch so ein bisschen Aberglaube, oder? Ja, hilft das? Aberglaube. Das Rummeln am Automaten, bevor du dein Geld reinschmeißt. Oh, Aberglaube können wir uns beim nächsten Mal machen. Das stimmt, ja. Das machen wir. Oder in die alten Gameboy-Spiele unten reinpustest, wenn sie nicht so richtig gehen. Stimmt, ja. Das Coole, weil ich. Dann überlegen wir uns bis nächstes Mal noch ganz vieles und dann. Achtung, ich probiere auch mal. Oh, er hat es drauf immer noch. Ein Plop für alle Fälle. Oh, oder die Folge heißt vielleicht auch ein Mic für alle Fälle. Ah. Ja, nur gucken, wie wir es nennen. Aber ein Plop für alle Fälle. Aber ihr trinkt jetzt auf jeden Fall gleich mit mir gemeinsam hier ein sehr, sehr gutes, ländlich gebrautes Bier. Und es war eine der Brauereien, die nur eine Sorte macht. Sehr gut. Und die dafür richtig. Ach, und wie gefällt euch das Etikett? Fehlt das sich auch mal? Gefällt euch das Etikett? Gefällt es euch? Ich finde es gut, ja. Hast du es gemalt? Nee, habe ich nicht. Nee. Du warst doch früher Designer, oder? Nee. Achso, Gerüchteküche. Ich habe ja auch gehört, dass Phil, sein Uropa, war ja auch mal Bürgermeisterkandidat von Bamberg. Kandidat. Er wurde es nicht, aber er war Kandidat. Das kann schon gut sein. Das werde ich jetzt hier auch nicht ausführen. Okay. Also jetzt erstmal Prost. Also heute so viel. Oh, war noch nichts. Feuerzeug, jetzt Feuer kaputt. Oh. Schon wieder. Er hat sich voll ins Auge geschossen. Zum Wohl. Da Prost nochmal, Phil, Fernprost. Fernprost. Oh. Ah, du bist viel zu weit weg. Zum Wohl. Fernprost, ja. Für alles gut. Fernprost. Zum Wohl. Auf euch. Schön, nicht, dass hier im Studio wieder ein Malheur passiert wie letzte Woche. Am Tisch sitzt. Oh, lass mal 4 Uhr und wir trinken. Ja, das ist ja Punkt 4 Uhr, also noch ein bisschen nach 4 schon. Aber ihr wisst ja, kein Bier vor 4. Schön kühl, ja. Das war schön draußen gestanden, ja. Mich wundert, dass es nicht geplatzt ist. Na, rein physikalisch müsste das Bier schon geplatzt sein. Oh. Es war halt früh draußen schon. Und weil es halt auch super kalt ist. Ja, eigentlich schon. Die Temperaturen sind wirklich unterirdisch. Ey, definitiv, ja. Eklisch. Aber das Bier schmeckt überirdisch gut. Oha. Ja, es wird Zeit, dass mal wieder ein bisschen wärmer wird oder dass man wieder. Vielleicht sollte man auch wegfahren einfach, ich weiß es nicht. No. In Urlaub meinst du? Ja. Hm. Keine Idee. Ich war letztens im Kaufland und habe dann mir noch einen Leberkäsebrüller gekauft. Sorry. Zurecht. Ja, aber war ich dann gegenüber von so einem Reisebüro gestanden. Okay. Und habe mir dann so diese Angebote angeguckt und da habe ich mir auch gedacht, so, bei den Preisen könnte man doch mal nächste Woche irgendwo. Könnte man schon wegfahren. Oder verreisen. Wegfliegen. Ich fahre nächste Woche weg, aber eher in Schnee nochmal ein bisschen Richtung Bad Aibling. Ja. Für einen Workshop. Aber cool. Also wie gesagt. Du gibst es dir also richtig. Die gibst mir hart, ja. Hart, ja. Ach, mir ist das zu kalt aktuell. Mir auch eigentlich. Ja. Ihr macht ja auch von der Band öfter so Bandwochenenden, oder? Wo ihr wirklich auf eine Hütte fahrt, um neue Songs zu schreiben. Oder genau, so. Richtig. Das machen wir auch ab und zu, ne? Aber das haben wir lange nicht mehr gemacht. Letzten Jahr war echt wenig Zeit so, aber das haben wir am Anfang gemacht. Da sind wir ins Fichtelgebirge gefahren. Zu meinen Eltern, an einen Ort, den ich nicht verrate, aber ein cooler Ort im Fichtelgebirge. Und haben da so ein Wochenende verbracht mit gemeinsam Abendessen, gemeinsam Bierchen abends trinken. Das ist schon und auch und cool, Songs schreiben. Ist wichtig, als Abstand gewinnst von der normalen Gegend. Ja. Mhm, auf jeden Fall. Für Inspiration ist gut, wenn man woanders bist. Draußen bist und auch mit den Leuten zusammen bist und einfach nur. Definitiv. Einfach mal Zeit verbringst, das ist gut. So wie wir drei. Jeden ja. Sonntag. Nein. Cut, schneiden. Dann setz nochmal schön an. Ja, wie wir drei. Dass wir uns immer wieder regelmäßig treffen. Und auch schön gemeinsam Bierchen trinken, genau. Und uns austauschen. So schaut's aus. Ja. Was ist das Schlimmste an den kalten Temperaturen gerade für euch? Der alte Mann darf anfangen. Der alte Mann fängt an. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe George gerade unten reingelassen zur Tür und habe gesagt, ey, scheiß Kälte bringst du hier mit und so.
Und er hat auch gesagt, so, ja, er hat ein bisschen Angst rauszugehen heute. Angst vor Kälte. Immer noch. Nee, alles gut, ich bin ja oft draußen mit dem Hund, also alles gut soweit. Was mich ein bisschen stört, ist der Heimweg meistens. Du kommst irgendwas in einen warmen Raum und dann musst du heimlaufen. Das ist gerade mies. Oder ins Auto setzen, ne, ganze Nacht Auto kalt gewesen, gehst früh rein und denkst, alter Schwede, das ist kalt im Auto. Und kommst gerade aus einem warmen Bett und denkst, genau. Oh Leute, nein. Du willst gar nicht raus. Ja. Und dann, wenn du mit dem Auto auf Arbeit gefahren bist, an dem Punkt, wo es endlich mal angenehm warm ist, bist du natürlich schon auf Arbeit. Dann. Genau. Scheiße. Und das ganze Kratzen und sowas, also der Winter ist echt ein Arschloch ab und zu. Mhm. Brauche ich nicht. Mhm. Wird Zeit, dass es wärmer wird. Ja, kommt auf jeden Fall. So. Ja, vor allem Grippewelle ist ja auch momentan schon am Überrollen. Ja, ist voll. Voll. Jeden zweiten, den ich höre, ist krank. Ja, hier, ich zum Beispiel. Ich habe auch ein bisschen verschnupft oder ein bisschen am Husten immer. Aber du noch überhaupt nicht, George, oder? Ich habe noch nichts gehabt. Ich habe einen Hund. Du hast einen Hund? Fit. Was heißt das? Ja, ich bin jeden Früh draußen, bei egal wie kalt, egal welches Wetter. Im Herbst bei Regenwetter, bei allen Wettern, Temperaturen draußen gewesen. Mit nicht zwingender perfekter Klamotte, aber immer gut abgedeckt. Und bisher zum Glück noch verschont geblieben. Also ich muss sagen, ich bin öfter mal draußen und abgehärtet und bla bla bla. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Glaubst du nicht, dass es funktioniert? Ich habe einen Kumpel, der sagt, er schläft immer, immer mit offenem Fenster. Egal wie kalt. Ja. Ernsthaft? Und sagt, es härtet gut ab. Und ich ist der nie krank? Sehr selten, ja. Okay. Ist aber für die Wohnung gar nicht so gut, wenn die Wände so kalt werden, halt, ganz ehrlich. Ja. Also darfst du die Wohnung auch nicht zu kalt werden lassen, vor allem über Nacht, dass dann die Wände auskühlen. Ist auch nicht gut und dann wieder Wärme drauf geben. Das kann auch Schimmel erzeugen. Zudem mit dem falschen Klamotten draußen unterwegs sein und dadurch abgehärtet werden, muss ich aber dann doch auch sagen, meine Oma, die gute Oma, die hatte früher auch immer ganz viele Hunde und war dann mit denen halt draußen und die hat das ganze Jahr über, egal ob Regen oder Schnee, hat sie so Schlappen an. Oma? Mhm. so Klocks oder was? Ich glaube, aus Gummi, das ist ziemlich modern, ja. Halt wirklich also diese Ausschlappen, die man so kennt. Und ich glaube, eine Regenjacke hat sie auch nicht und so weiter, aber sie sagt, nö, braucht sie nicht. Ja. Und die ist, glaube ich, auch nie krank. Also es ist schon... Ist schon was dran. Ja, vielleicht schon ein bisschen. Gibt auch ältere Leute, die sagen zum Beispiel irgendwie kalt-warm duschen früh. Erst richtig heiß duschen und dann richtig kalt und dann aufhören. Oder abends immer einen Schnaps trinken oder sowas. Das kann man ja auch so machen. Ne? Abseits von der Kälte. Hast du irgendwelche Hausmittel? Ich habe es jahrelang nicht gemacht und mir wurde jetzt dann letztes Jahr der Tipp gegeben, trink mal einen Ingwertee. Überragend geil, der spült alles richtig gut durch. Das wüsste ich nicht. Schreibst du dann bessere Songs, wenn du Ingwertee trinkst? Was? Schreibst du dann bessere Songs? Da kam jetzt seit einem Jahr nichts mehr, oder? Ich glaube, der Brunnen ist versiegt. Der Brunnen ist erschöpft. Ja. Der Brunnen ist abgeschöpft. Der kreative Brunnen ist versiegt durch den Ingwertee. Es gab doch letzte Woche erst das Bierchenlied. Ah, na gut, okay, klar. Kam übrigens auch sehr gut an, hat es Leuten gezeigt und die fanden so, hey, geiler Scheiß. Sie waren ein bisschen irritiert von deinem Geklimper am Anfang, aber... Hallo? Die Gitarre ausgepackt. Als es dann rund ging, war schon... Da waren alle dabei, ne? Ja, und Phil, also wir können auch schon jetzt mal sagen, Phil und ich haben ja schon Songtext weitergeschrieben. Ach was? Der Song wird vollendet werden. Ja, das stimmt, ja. Das klingt gut. Ich muss mir das nochmal anschauen, weil das war in dem Stadium, wo ich es geschrieben habe, da war ich nicht mehr ganz zurechnungsfähig, glaube ich. Wir hatten halt eine kreative Phase mit Ingwertee. War gut. Viel Ingwertee reingeballert und dann... Kann man machen. Dann war es kreativ, es wurde kreativ. Es wurde sehr kreativ, ja. Hast du irgendwelche Hausmittelchen oder sowas? Hausmittelchen, warmes Bier. Hast du mal gemacht? Schon einmal gemacht, richtig reingehauen. Ich habe es auch gemacht, fand es scheiße. War nicht so cool, nee, also ich fand auch nicht so gut. Hausmittel an sich, ja, so eine richtig gute Gemüsebrühe oder Hühnerbrühe mit Zwiebeln drin frischen und irgendwie so kleinen Suppennudeln drin und das dann schön heiß machen und da zwei, drei Teller, ein bisschen Brot dazu. Wirkt meistens ganz gut. Einfach generell viel Tee trinken, viel Wasser trinken, Flüssigkeit nachfüllen, wenn du erkältet bist, egal jetzt ob mit oder ohne Fieber. Ganz wichtig, Flüssigkeit so. Mhm. So Hausmittelchen, was gibt es noch so? Ja klar, auf jeden Fall heißes Erkältungsbad nehmen, danach ins Bett direkt. Einfach mal daheim bleiben auch so. Wenn du sagst, wir leben in einer Gesellschaft, wo Leute meinen, sie müssten dauernd funktionieren. Und ich finde es wichtig, dass Leute auch sagen, hey, jetzt habe ich mal einen Break. Sorry, ich bin auch mal krank so halt. Also ich weiß von mir selber, in den letzten drei Wochen musste ich oft Kollegen vertreten, war viel los gewesen. Ich dachte, gut, wenn ich jetzt krank werden würde, dann wäre es einfach so. Dann könnte ich mir das auch. Dann bin ich einfach drei Tage daheim und werde gesund wieder. Ist das nicht auch typisch deutsch, diese Einstellung einfach? Ja, abliefern, dauernd abliefern. Ja, genau, du musst liefern, du musst... guter Deutsche ist pünktlich, fleißig, ordentlich und immer, nie krank. Ja, das ist nicht gut, das ist keine gute Haltung. Dadurch werden, glaube ich, sterben Leute früher, glaube ich. Ich war letztes Jahr, war ich, glaube ich, keinmal krank. Das ist gut. Ich weiß auch nicht. Machst du Sport nebenbei noch? Ja, so ein bisschen halt was. Nicht mehr so viel, wie ich gerne würde, aber
Und jetzt bei den Temperaturen macht das, glaube ich, auch nicht so viel Spaß, draußen da rumzurennen. Aber ich war, glaube ich, letztes Jahr, nicht, dass ich wüsste, dass ich mal irgendwie außerordentlich krank war, aber lag vielleicht auch daran, dass halt irgendwie immer was zu tun war. Mhm. Also ich bin auch jemand, ich habe immer ziemlich viel Freizeitstress. Okay. Weil ich halt auch alles mitnehmen möchte gerne. Du musst überall dabei sein, ne? Ja, ich will gerne überall dabei sein. Ich muss nicht unbedingt, ne? Ich könnte auch mal, aber ich mache es halt auch gerne. Ja, klar. Weil es ja auch Spaß macht. Deswegen ist es ja auch... Ein aktiver Mensch einfach. Ja, genau. Und dass man da vielleicht auch gar nicht so die Zeit hat. Krank zu sein. Und das ist doch immer so, ne? Man wird erst dann krank, wenn man... Wollte ich gerade sagen, ja. Also ja. Wenn du fertig bist mit deinen Aufgaben und dann irgendwie mal ein Wochenende Zeit hast oder sowas, darum werden, glaube ich, auch so viele Leute dann am Wochenende Wochenende krank. Und sagen dann, boah, fuck, jetzt habe ich mal Zeit und jetzt werde ich krank. Ja, meistens. Weil sobald du dann anfängst, den Körper ein bisschen runterzufahren, ja, dann denkst du sich, jetzt habe ich auch Zeit, krank zu werden. Oder? Definitiv. Ja. Ist so, ja. Ja, hier viele Haushaltstipps. Vielleicht sollten wir mal anfangen, so ein nebenher so ein YouTube-Channel aufzubauen, wo wir die besten Haushaltstipps geben. Hausmitteltipps für Erkältung. Ich dachte mir vor einiger Zeit schon mal, ich könnte so ein, es gibt ja mittlerweile für allen Scheiß irgendwelche One-Minute-Tipps und bastel dir das selber und sowas. Und ich dachte mir, dann müsste man so einen Schmand-Channel machen, wo du einfach irgendwelche total bescheuerten Tipps gibst. Die besten Tipps zum Duschen oder sowas. Lass den Stöpsel in der Badewanne, dann kannst du danach noch schön deine Beine, hast du noch ein schönes kostenloses Fußbad oder irgend sowas. Kannst du danach noch baden. Geil. Oh Mann. Ja, krass, ey. Sehr cool. Ja. Was gerade vom Sport hatten. Sport bei den Temperaturen ist natürlich auch richtig ekelhaft. Ja. Sport ist allgemein ekelhaft. Nein, Sport ist cool, ey. Was? Sport ist gut. Ich habe 29 Jahre keinen Sport gemacht, ich werde das nicht anfangen. Ich war neulich beim Arzt und der hat gesagt, Sie sind aber schon ganz schön fit, oder? Sie machen Sport. Ich so, ja. Passt alles cool. Ja, aber was sind die Alternativen zum draußen Sport machen? Indoor-Sport. Also ich war heute Badminton spielen, war sehr entspannt. Basketball geht in der Halle natürlich auch immer. Basketball, Hallenfußball finde ich auch immer ganz cool. Du spielst Badminton? Ich habe heute Badminton gespielt in Schickauach. War sehr entspannt und 2 Stunden durchgezockt mit ein paar Freunden. Und danach wäre auch Sauna dabei gewesen noch. Also war echt entspannt. Wir sind dann zwar weiter. Sauna, da hast du aber heute gut gegeben hier. Nee, Sauna habe ich nicht gemacht heute. Ich habe nur danach geduscht. Aber so vom Ding her war gut, aber erholsam so, ne? Mal Sonntag, da war nicht viel los. Nicht überfüllt. Perfekt. Also das kann man gut machen, Badminton. Kann man dann noch Squash spielen? Bin ich mir nicht sicher. Müsste ich nochmal auf den Zettel schauen? Ich glaube, ich habe den Zettel sogar dabei. Also ich muss sagen, ich spiele lieber Squash als Echt? Badminton. Ja, irgendwie lieber Squash? Okay, ja, gegen die Wand hauen? Ja. Schon cool, aber. Schläger gegen die Wand hauen, wenn du verkackst. Ich bin auch so ein Rage-Mode-Mensch. Echt? Der haut dann seinen Schläger gegen die Wand. Wobei, Squash soll ja gar nicht so gesund sein, gell? Weil du so viel Stop-and-Go machst. Ja, ist halt super anstrengend. Ist halt richtig anstrengend, weil du halt wirklich dieses... Das ist ja das beim Laufen, wenn du laufen gehst. Ja. Hast ja diese Dauerbelastung. Ja, von immer, gleich, immer gleich. Und deswegen glaube ich, ist es schon anstrengend, richtig anstrengend, Squash zu spielen, weil du halt schnell stopp. Ja, Squash ist auch dabei. Squash, Badminton, Tennis, alles dabei. Sauna. Ist cool, ne? Hat das ein Zettelchen rausgeholt? Das war so ein Flyer dort. Cool. Instieg Aurach im. Ja, keine Werbung. Aber Instieg Aurach. Keine Werbung, ja. Prost, Film. Guck mal, so sehnsichtig nach jemandem. Schmeckt euch. Prost. Schmeckt euch auch. Ja, schmeckt super gut. Ich bin sehr begeistert von diesem Feierabendbierchen. Ich würde trotzdem ganz gerne immer noch wissen, was die Leute trinken, die uns zuhören. Ja. Das würde mich auch mal interessieren. Also ich hoffe, kein Aldi oder Lidl Bier. Hoffe ich. Gutes Goldkrone. Ja. Gutes Krönchen. Pennerglück auch genannt, oder? Genau. Das ist sehr heftig. Das gute Pennerglück. Ja. Oder Corn Sprite. Ja. Yo! Ja. Eine sehr andächtige Folge heute, fast wie eine Andacht. Das stimmt, ja. In Bamberg. Naja, Andachten. Ja, Bamberg-Andacht. Kennt jeder, ne? Rosenkranz-Andacht. Fastenzeit auch. Fastenzeit, klar. Wir fasten heute ein bisschen. Genau. Wir erholen uns. Ja, wir nutzen die Zeit, um uns neu zu sammeln. Wir sind ein bisschen sparsam mit unseren Worten. Genau. Das war mal ganz gut, ne? Und du bist ein bisschen sparsam mit Tiefschlägen. Ja, ich habe gerade Phil heute mal verschont, ein bisschen halt. Das ist aber lieb von letzte dir. Woche letzte ich, Woche so. Genau, letzte Woche warst du so frech gewesen, Phil, zu mir. Lang normalerweise vor Jahr. Ich hab gesagt, dass du dich in Udo Lindenberg verliebt hast und so, aber. Ja, okay. Alles aber gut, vergessen. Die Leute fanden es gut anscheinend. Also ich tippe auch drauf, dass einer von euch beiden bis kurz vor Schluss wartet, um dann ordentlich einen rauszuhauen, mit 1-0 in Führung zu gehen.
und dann das Ding nach Hause bringt halt, ne, über die Zeit. Das könnte passieren, halt. Wie so ein mittelmäßiges Fußballspiel. Ich wollte gerade sagen, die Folge ist so ein bisschen wie ein Fußballspiel. Letztes Mal war mehr so Basketball, da waren wir schon drin, da war noch richtig schön. Diesmal ist eher so wie der Club gegen Kräuter Fürth. Bis kurz vor Schluss und dann hat George das Spielfeld verlassen und hat gedacht, okay, das bringt auch nichts mehr. Und dann habe ich verloren. Hilft ja alles nichts. Genauso wie die Baskets in letzter Zeit spielt George gerade so ein bisschen. Ja, genau. Na, hoffentlich wird das jetzt mal ein bisschen besser. Ja, die haben am Freitag gewonnen, ich war in der Halle gewesen. Das war sehr, war mal ein angenehmes Spiel. Was sagst du zum Fan-Protest? Also man muss ja dazu sagen... Ich fand es lustig, weil wir kamen gerade, als die Fans eben rausmarschiert sind, kamen wir gerade so, hä, warum gehen die raus? Das hat doch gerade angefangen. Okay. Und da war es super leise gewesen in der Halle. Und es war super interessant zu sehen, was für eine Stimmung wegfällt, wenn die paar Leute weg sind. Mhm. Wie, was ist denn geschehen? Ich habe gar nicht aufgepasst gehabt. Die Ultras haben angekündigt, die Ultra-Fans, dass sie quasi dann aus Protest das erste Viertel nicht mit anschauen. Gegen was? Gegen Trinkieri, dass da geht, oder was? Nee. Er wurde ja schon gegangen. Ja, für ein Spiel, aber die Spieler scheiße gespielt haben. Und dann haben sie aus Protest haben sie gesagt, wir gehen mal ins Spiel raus. Und dann haben sie gegen Belgrad gespielt am Freitag und dann sind alle Fans beim Anpfiff rausmarschiert, geschlossen. Und sind erst zum zweiten Viertel rein und haben ein Plakat hochgehalten, Final Call. Und dann sind quasi keine Leistung, quasi ungefähr, keine Party. Nur Passion or Party. Ja. Genau, kein Gefühl oder keine Leidenschaft, gibt's auch keine Feier für euch. Boah, weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich find's okay. Okay. Die haben auch richtig scheiße gespielt davor. Ja, ich meine, da gab es jetzt auch schon viele, viele Interviews, wo es darum ging, halt die Spieler sind dann mit dem Trinkieri nicht klargekommen. Und gab es auch einen Fan-Talk dazu, wo ich dort war und wo auch so ein paar andere Storys noch so rausgekommen sind. Ja, auch um den Sportdirektor, dass der ja zu den Bayern gegangen ist und aber vorher noch irgendwie gemeint haben muss. Angeblich todkrank. Genau, dass er todkrank ist und erstmal keinen Vertrag weiter unterschreibt. Und zwei Tage später, ich gehe zu den Bayern zuerst. Ja. Ist auch nicht so cool. Halt. Lief halt nicht so viel gut jetzt. In der letzten Zeit. Aber wenn du die letzten Jahre anschaust, wir waren immer irgendwie deutscher Meister, on point, immer krass gut. Und wenn es da einmal ein bisschen schlechter läuft, wie du schon sagst, George, es muss auch Phasen geben, wo es ein bisschen schlechter läuft im Leben. Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann, was machst du dann? Dann gehst du in die nächste Kneipe. Und trinkst erstmal ein Bier, das hilft immer. Genau. Um einen guten alten Filmspruch zu zitieren. Genau. O-Ton, Originalzitat von 2012. Die große Baskets vielleicht auch mal sollen. Vielleicht. Halt erstmal ein Bierchen trinken gehen. Ja, erstmal unseren Feierabendbierchen machen. Ja, genau. Mal ein bisschen sich wieder grounden, wie wir es heute machen. Ja. Das ist wichtig. Wir erden uns gerade wieder ein bisschen nach der letzten vorigen Folge so ein bisschen. Das ist ganz wichtig halt. Ich bin auch noch ganz aufgewühlt von der letzten Folge. Ist das so? Ja, nee. Letzte Folge war sehr wild gewesen, fand ich. Sehr wild und durcheinander und so. Und ich finde, die Sendung ist einfach mal wieder so richtig gediegen einfach. Ganz gemütlich, ja. Ist aber auch so, oder? Wenn du am Stammtisch sitzt, dass du dann, gut, da gibt es auch laute Diskussionen, aber an sich wird da ja einfach nett miteinander gelabert. Ja. Und genau so finde ich das jetzt hier ganz schön. Ganz entspannt, Bierchen. Prost. Prost nochmal. Prost zu Hause auch. Kling. Ja. Muss auch mal sein, ne? Die Ruhe reinbringen quasi, die Ruhe verwalten und einfach mal abwarten, was passiert. Und nicht alles beschleunigen. Das ist, glaube ich, so die Formel. Ist ja auch, Formel. Was ich gerade eben schon gesagt hatte, sind der Fastenzeit. Ne? Ein bisschen in sich kehren, ein bisschen für sich nachdenken und sich neu finden, sammeln, neue Energie schöpfen. Kann ich euch was empfehlen dazu? Ein neues Album von Curse. Sehr hörenswert. Ich sage nicht so viel dazu, aber es ist ein sehr gutes Album, sehr meditativ fast schon ein bisschen auch und sehr gute Beats und sehr gute Texte auch, sehr lyrisch, sehr nachdenklich über das Leben auch, aber auch sehr lebensbejahend einfach, sehr positiv und das ist, höre ich gerade im Auto, kann man sehr gut anhören. Neues Curse-Album, mal auschecken, Leute. Was machen die für Musik, was ist das? Curse ist ein Rapper und der hat schon ein paar Jahre gesagt, er hört auf und so, hat dann irgendein komisches Projekt gemacht, wo keiner mehr wusste, was ist mit Curse los und dann war er jahrelang weg gewesen, ne? Der war recht groß gewesen in Deutschland, Curse. Und jetzt ist er gerade am Kommen gerade. Also er macht normaler Rap so. Viele haben es damals so als Emo-Rap abgestempelt, weil er halt sehr emotional und sehr auch sehr viel verarbeitet durch seine Raps, was ja aber auch ein Sinn und Zweck von Rap-Musik ist. Mhm. Und ja, er ist gerade wieder gut am Kommen halt. Also ich höre es mir sehr gerne an so. Ich war erst nicht so offen dafür. Also jetzt finde ich, okay, habe einen Zugang gefunden dazu. Das ist cool halt. Apropos Hören. Hörspiele. Julian, hast du ein Lieblingshörspiel oder bist du hörspielaffin? Also ich höre ganz gerne Podcasts. Feierabendbierchen finde ich ganz gut. Bisschen Selbstwerbung. Sehr gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Hörbuch-Fan. Okay. Weil ich mich dann doch, glaube ich, zu sehr drauf konzentrieren will. Wenn ich was anhöre, dann würde ich das gerne so nebenbei laufen lassen. Und dann höre ich, dann konzentriere ich mich trotzdem zu sehr drauf. Dann denke ich mir, dann kann ich das Buch auch selbst lesen. Also ich höre ganz gern Hörbücher dann trotzdem.
weil ich keine Lust habe, immer zu lesen, oder man ist so oft unterwegs und sitzt im Bus oder sitzt im Auto oder liegst einfach mal auf der Couch und da habe ich keine Lust zu lesen. Es gibt wunderbare, also erstmal die Harry Potter Hörbücher mit Rufus Beck sind überragend cool. Der hat eine so coole Stimme und spricht alle Rollen. Okay, cool. Richtig gut. Ist auch selten, dass quasi ein Hörspiel einer alles spricht. Ja, und der macht es richtig gut. Das ist echt selten. Ich kenne echt viele Hörspiele halt. Und abgesehen von Harry Potter, es gibt auch richtig geile englische Hörbücher, die ich mir anhöre. I'm Legend, I'm Bob. Okay. Überragend cool. Nichts. Kennst du nicht? Musst du mal anhören. Oder hier Marc-Uwe Kling, die Känguru-Chroniken. Ja, gut. Auch als Hörspiel, da gibt es schon gute Sachen. Das habe ich schon gehört. Ja. Da muss man schon sagen, da gibt es ganz klar gute Geschichten. Aber ansonsten muss ich sagen, lese ich das dann doch eher selber. Bist du ein Lesetyp? Bist du ein Buchtyp? Ja, guck hier in meiner riesigen Sammlung. Was? Ich habe hier so ein riesiges Bücherregal. Was ist da alles drin hier? Über die ganze Wand. Ganz klar, Harry Potter Classics sehen wir hier. Was sehen wir noch? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll hier. Das hier, das ist... Faust, Brecht, was haben wir da alles? Ja, die Bibel auch in vielen Ausführungen, viele verschiedene Sprachen. In Latein? Kannst du Latein? Ja, ich kann auch Latein. Oh, Wahnsinn. Ja, ja. Reklamhefte, Schiller. Choral, ich singe das dann auch für die Nachbarn. Die Mini ist direkt Aber nicht, dass das Baby aufwacht, gell? Nein, das bitte nicht. Bitte nicht. Aber ansonsten, mein Lieblingsautor ist hier, Terry Pratchett. Terry Pratchett, Scheibenwischer. Scheibenwelt. Scheibenwischerwelt. Ich habe mal davon gehört, deswegen ist es sorry. Die Scheibenwischerwelt, ja. Da war ich nicht auf dem neuesten Stand halt. Ja, nee, Terry Pratchett ist in der Tat mein Lieblingsautor. Okay. Habe ich von meinem Dad so ein bisschen mitbekommen. Cool. Das lese ich in der Tat ganz gerne, weil, also für alle, die das nicht kennen, Terry Pratchett hat die Scheibenwelt erfunden. Okay. Das ist der mit den ganzen Verschwörungstheorien jetzt. So eine flache Welt, so eine scheibenförmige Welt eben, die auf dem Rücken von vier Elefanten steht, die wiederum auf einer riesigen Schildkröte stehen, die durchs Weltall gleitet. War das nicht Stephen King? Nein. War das nicht Stephen King? Ich glaube, seine Geschichten basieren da auch so ein bisschen drauf. Ich mag den, weil er so weird schreibt, wie ich denke. Okay. Weil er halt wirklich so abgefahrenes Zeug, so gefühlt, alles, was ihm so in den Kopf kommt, schreibt er auf, bastelt er in die Bücher mit rein. Das ist so eine Fantasy-Welt, wo halt Magie besteht, Vampire und die halt aber alle so miteinander leben halt. Das ist nicht irgendwie so ein Krieg, sonst irgendwas, sondern es ist halt eine Fantasy-Welt, wo verrückter Scheiß passiert. Und wie erzählt er sich, sitzt gerade irgendwie beim Frühstück und denkt sich so, hey, das ist eine ziemlich verrückte Idee. Ich glaube, ich schreibe sie in mein nächstes Buch. Und okay, krass. Ja. Kann er jetzt natürlich nicht mehr machen, aber... Ich habe eine Zeit lang... Ist er tot oder was? Ja. Echt? Oh nein. Ich habe eine Zeit lang Stephen King gelesen. Terry Pratchett ist tot. Und bei Stephen King fand ich auch ganz cool, dass die ganzen Geschichten so ein bisschen zusammenhängen. Dass du wirklich im einen Buch... Dass es so ganz viele versteckte kleine Hints gibt. Wie zum Beispiel The Shining hat auch was mit S zu tun. Also weil die Kinder in S auch das Shining haben. Ja, das stimmt. Hängt alles zusammen quasi. Oder im einen Buch schreibt er hier, ein Mädchen schaut in den Spiegel und da sieht es eine Frau, die am Schreien ist. Und im nächsten Buch gibt es dann, oder halt, es gibt ja kein nächstes Buch, die bauen ja nicht aufeinander auf, aber irgendwann gibt es wieder eine Frau, die in den Spiegel schaut und sieht eine komplett andere Frau, ein Mädchen, und fängt an zu schreien. Und dann denkst du, wow, also doch alles so ein bisschen verbunden, alles. Und das mag ich dann, wenn es so ein bisschen Marvel-mäßig alles ineinander greift, alles irgendwie Sinn ergibt, alles irgendwie verbunden ist. Das ist auch eine Frage, da muss alles Sinn ergeben halt. Das ist, finde ich, auch so eine knifflige Frage der jetzigen Zeit. Ich finde nicht, dass alles Sinn geben muss. Ich finde, es gibt immer noch Dinge geben, die man nicht erklären kann und Dinge auch, die vielleicht im Verborgenen bleiben und sich irgendwann später erst, sagen wir mal, ergeben oder lösen. Ja, aber dann ergeben sie wieder Sinn. Ja, dann am Ende vielleicht schon, aber ich finde, es muss nicht immer offensichtlich gleich sein. Wenn es gut gemacht ist, dann merkt man es erst ganz später, wie bei Saw zum Beispiel. Oh Gott. Oder am Ende erst, ja gut, aber du checkst am Ende erst, dass alles quasi anders abgespult wird. Aber nur beim ersten. Ja. Der zweite und der dritte, da ging es ja nur noch ums Metzeln. Ja, das stimmt schon. Also da ist auch wieder der Punkt, so der erste Film ist meistens der beste. Also ich muss auch sagen, dass ich kenne das mit dem, es muss nicht immer alles Sinn machen. Story of my life einfach. Ich hoffe, dass bei mir am Ende irgendwann mal alles Sinn macht, wenn man so zurückguckt. Aber nee, ich finde das aber auch okay. Auch in meinem Leben oder im Leben muss nicht immer alles Sinn machen. Ja, definitiv. Ich habe auch ganz viele Dinge gemacht, so musikalisch auch, wo ich nie wusste, wo es mal hinführt. So. Und wo ich auch nie gewusst habe, ob das was bringt, was ich gerade mache. Und das haben wir letztes Mal auch gehabt für die Diskussion, dass wir gesagt haben, wir haben was Cooles gemacht so und haben jetzt ein cooles Standing,
Aber wir wussten nicht, wo es hingeht. Aber wir haben trotzdem dem treu geblieben, was wir als gut empfanden. Würdest du irgendwas ändern wollen? Also wenn du aktuell gerade zum Beispiel eine Zeitmaschine hättest, würdest du in die Zeit zurückreisen und was ändern? Bestimmt ein, zwei kleine Sachen, auf jeden Fall. Also, aber es war, um weiterzukommen, war es gut, dass es gekommen ist, wie es kam. Mhm. Also ich sehe in allen Dingen, die sich verändern auch, ne, oder auch Dinge, die sich verändern mussten auch zwangsläufig oder was auch gut war, sehe ich einfach einen Gewinn darin und was Positives darin, in dieser Veränderung und in dem Zustand, dass man nicht stehen bleibt. Genau. Hättest du den Fehler damals nicht gemacht, dann wärst du jetzt nicht an dem Punkt, wo du jetzt bist. Genau, und würdest nicht sagen, genau, das mache ich nicht nochmal, weil das hat damals nicht geklappt oder das funktioniert nicht. Genau, und das ist der Punkt. Oder genauso wie ich sage, okay, gut, wenn man da damals einen Song geschrieben hat, wusste man nicht, dass man den Song ein paar Jahre später mit einer Band live umsetzt. Mhm. Und dass der Song noch wächst halt. Das konnte ich nicht voraussehen zum Beispiel. Dass es irgendwas bringt, dass du damals die Idee hattest. Das konnte ich damals nicht sagen halt. Und deswegen bereue ich es nicht, was ich damals gemacht habe oder was ich irgendwie... Ja, jetzt im Nachhinein ergibt es Sinn, ne? Wie du sagst, jetzt gibt es irgendwie einen Sinn und es hat seinen Zweck erfüllt und man ist dadurch quasi gewachsen und hat dadurch quasi andere Möglichkeiten bekommen. Also ich habe quasi durch diese, sagen wir mal, Versuchen, Irrtumsdinger immer mehr Möglichkeiten bekommen. Ja. Ich muss dazu aber auch sagen, ich bin jemand, der glaubt auch, dass es jede Entscheidung, die man fällt, führt einen zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. Ja. Wenn ich vor 15 Jahren nicht dies oder das gemacht hätte, was mich dann wiederum zu anderen Punkten geführt hat, würden wir heute nicht hier sitzen. So auf die Art. Das finde ich einen ganz netten Gedanken. Ja, auf jeden Fall. Und, definitiv. Sehe ich ähnlich. Stellt euch vor, wir würden jetzt nicht hier sitzen und unser Feierabendbierchen trinken. Ja, ich glaube, die Zeit, wo wir uns über SNS kennengelernt haben, ist schon ein bisschen her. Und damals war nicht zwingend vorausgesehen, dass wir jetzt wieder so treffen jetzt hier. Ja. In der Kombi, das war nicht vorauszusehen. Wir haben alle verschiedene Wege, sowieso andere Leben auch. Aber wir haben andere Wege genommen. Und aus einer, sagen wir mal, kleinen Idee entsteht was, was wieder eine Regelmäßigkeit bekommt. Aber der Grundstein war gelegt, aber du wusstest nicht, dass dann das irgendwann passiert. Ja, Butterfly-Effekt. Der gute Alte. Hast du mich das letzte Mal gefragt, ob ich Lola Rent kenne? Nee. Und hast dann geschimpft, dass ich... Den Film kenne ich schon. Aber gut. Aber du kennst ihn auch, oder? Ich habe ihn gestern geschaut. Ach, das erste Mal? Mhm. Ach, so wie ich halt den Ding nicht kenne, diesen... wie ist der Film? Raum. Zum Beispiel. Aber immer noch nicht. Immer noch nicht. Glaubst du, wir schaffen es irgendwann mal über diesen Film zu reden? Vielleicht schauen wir mal gemeinsam an. Und machen einen Audiokommentar dazu. Ja. Vielleicht. Oder schon mal Pulp Fiction neu synchronisieren. Oh, das wäre auch eine Idee. So ein das wäre lustig. Auf Fränkisch. Auf Fränkisch, ja. Gibt es aber schon Pulp Fiction. Gibt es bestimmt, oder? Es gibt schon. Es gibt wirklich der vom Bachelor Gemabledler. Oder, nee, Frenzdorfer Gemabledler. Was passiert, wenn du mir einen Bachelor anlegst, Larry? Ey, Django. Das ist das Gemablot von Friesdorf. Das Gemablot von Friesdorf. In meinem Briefkasten war's Dinner. Da könnt ihr nicht ausflippen bei so einem Geäffel. Hau mal den Kasperlwindel wach jetzt, Adler. Jetzt erzähl mir vielleicht bloß keine Räuberpistolen, gell? Ich weiß ganz genau, wer die Dinger austeilt. Geh jetzt nach Hause und mach dein Autolaufreck, du auf dem Arsch. Ich hab das gleich gesagt, wenn du mit einem Bachelor anlegst, dann tut's doch mal eislich, gell? Ich glaub, jetzt gehen die Vögel zu Fuß. Wie in Gunzendorf. Siehst du, was passiert, wenn du mit einem Bachelor anlegst, nein? Siehst du? Das passiert, wenn du mit einem Bachelor anlegst, Larry! Alter! Glaubst du, kannst du auf Friesdorf kommen und alle Autos freitauern? Ja, da gibt's das auch mit Pulp Fiction. Mit Pulp Fiction? Ja. Ah. Weiß ich schon, was ich heute Abend mache. Ist lustig, ja. Ist lustig. Ja, eine sehr, sehr ruhige Folge. Und ich hoffe, ihr seid auch so beruhigt wie wir und so gediegen und gelassen. Eine sehr meditative, angenehme Folge, möchte ich dazu auch sagen. Das ist wichtig halt. Vielleicht die angenehmste Folge, die ruhigste, bisher, die wir bis jetzt hatten. Steht auch noch 0-0. Steht 0-0. Und wir lassen es auch, glaube ich, so, oder? Ja, natürlich. Heute wir wollen keinen zwingenden Sieg halt. Heute keine Overtime, kein Sudden Death. Ja. Alles gut. Finish him. Fatality. Nix heute. Okay. Heute nicht. Wie gesagt, also sehr gemütlich. Ich finde es schön, das darf auch mal sein. Wenn euch noch ein paar Beleidigungen einfallen, dann schreibt ihr doch in die Kommentare. Genau, ja, ich meine, das stimmt, das kann man auch machen. Weißt du, wenn jemand gerade zuhört und dann denkt, dass ich so, wie ich vorher mit dem Ausweisen, dann darf er gerne in die Kommentare reinschreiben, hey, George, bei Minute 7:41 hätte ich dich gerne so und so beleidigt.
dann würde es ja bei Minute 1,47 richtig gern so beleidigt. Wir tragen unser Battle quasi dieses Mal in den Kommentaren aus. In den Kommentaren. Und ihr könnt natürlich noch weiterhin tippen, halt, was in meiner Gürteltasche noch drin ist. Halt. Ihr habt ja schon ein paar Sachen verraten bekommen. Das Mike war schon mal gut, und Mike für alle Fälle, aber war nicht ganz. Aber wir können doch gerne was anderes für alle Fälle auch. Ja. Bitte? Okay. Was? Nein? Was? Nix. Also. Das andere war auch für alle Fälle. Genau, für alle Fälle. Man weiß ja nie, was passiert. In dem Sinne, sage ich mal, abklappen, was? Genau. Abklappen, würde ich auch sagen, ja. Haut rein. Schön und gemütlich. Schönen Abend euch noch. Schönes gemütliches Leben. In diesem Abend. In diesem Abend. In diesem Sinne, Sers. Schönen Abend euch. In diesem Abend. Alle Fälle. Nein.